Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute ist Samstag. Es ist total seltsam, an einem Samstag ein Video zu starten. Es ist heute so ein richtig entspannter Samstag. Wir haben also schon ein bisschen was gemacht und so, aber nichts vor. Das Wetter ist, naja, nicht so gut. Und ich bin jetzt gerade am Muffins backen, das wollte ich euch eben zeigen. Ich habe jetzt zum einen schon mal hier so Karamellmuffins mit bunten Streuseln gebacken und jetzt habe ich noch andere im Ofen. Und zwar, Moment, ich kann euch mal die Rezepte zeigen. Wobei, finde ich die Karamellmuffins wieder. Da habe ich nämlich, glaube ich, die Seite nicht umgeknickt. Falls ihr das nachbacken wollt, ich finde die sehr, sehr lecker. Ich zeige euch eben das Rezept. Das sind die hier. Ist das jetzt richtig rum oder nicht? Und was ich jetzt noch backe, ich kann euch das jetzt auch einfach mal zeigen. Ich zeige euch jetzt mal, wie die im Ofen aussehen. Die habe ich auch noch nicht gekostet, deswegen kann ich dazu auch noch nicht sagen, wie sie schmecken oder so. So, die sehen jetzt so aus. Auch sehr lecker. Müssen aber noch ein Stückchen. Ja, und ich bin gerade hier noch ein bisschen am Küche aufräumen, weil durch jetzt zwei Sachen backen und so ist jetzt ganz schönes Chaos. Die Wohnung ist halbwegs aufgeräumt. Ich möchte euch aber jetzt was zeigen, was gestern fertig geworden ist. Und was ich total schön finde. Und zwar überm Bett diesen Wandteppich da. Der hängt jetzt da. Die Lichterkette ist an der Seite jetzt. Das sieht so schön aus, wenn man die anmacht. Ich drehe mal die Kamera. Ich finde es total schön. Es ist so, weiß ich nicht, es ist so stimmig. Es ist richtig straff gespannt. Es ist an jeder Seite sind drei so Haken. Und die Lichterkette passt hier genau hin. Ich kann mich ja mal ins Bett legen und euch dann zeigen, wie es aussieht. Okay, ja, ich kriege es jetzt nicht komplett drauf. Aber wenn man im Bett liegt, dann guckt man hier nach oben und dann ist einfach dieser unscharfe Wandteppich. Was ist das? Unscharf? Jetzt ist es scharf. Ich finde es total schön. Ich freue mich riesig darüber. Ja, und das sind diese Batterieteile von der Lichterkette. Aber ich wusste nicht, wo ich die sonst hin tun sollte. Und im Arbeitszimmer, welches abgeschlossen ist, ist seit heute eine Kabeldurchführung. Kann ich euch auch eben zeigen. Genau, hier hinten ist die Kabeldurchführung und die Kabel sind jetzt dann alle halbwegs sortiert da unten. Die Steckdosenleiste ist, ich weiß nicht, wo die Steckdosen, ich habe keine Ahnung, wo die Steckdosenleiste ist. Irgendwo ist sie jedenfalls. So, und jetzt habe ich noch ein Projekt und ich weiß nicht so ganz, ob ich das will, aber ich dachte mir, ich kann es mal versuchen. Und zwar habe ich für die Dusche gestern einen neuen Korb gekauft, also so ein Drahtkorb. Ich zeige euch mal den, der jetzt da ist. Beim Einzug gekauft und ihr seht vielleicht selbst, der ist ziemlich schief, also der hängt ganz schön nach unten. Eigentlich müsste der, naja, so. Und dabei haben wir den schon nachgeschraubt, also schon mal festgeschraubt wieder und er hat sich wieder abgesenkt, aber der ist halt auch ultra voll. Deswegen habe ich einen neuen gekauft und zwar den hier. Der hat mehrere Schrauben, also wird von mehreren Schrauben gehalten. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Der ist vom Tom. Der war wesentlich teurer als der andere. Der hat ungefähr 8-mal so viel gekostet oder sowas. Ich finde ihn aber auch wesentlich schöner. Es passt mehr rein und ich hoffe, der ist dann auch stabiler. So, jetzt Frage an euch. Schaffe ich jetzt, den hier abzumachen? Das bin ich mir ziemlich sicher. Aber schaffe ich es dann, den anderen hier anzubringen, inklusive Bohren? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich das hinkriege. Ich werde es nämlich gleich versuchen, wenn die Muffins fertig sind. Der Karl klaut mir hier schon wieder alles. Wenn die Muffins fertig sind, versuche ich das. Und dann werden wir sehen. Ich habe mir die Anleitung schon durchgelesen. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wenn ich mit dem XO, ich habe einen 6er Bohrer, wenn ich mit dem XO in die Wand komme, also in die Fugen halte, weil ich will eigentlich nicht in die Fliesen bohren, dann ist es gar kein Ding, falls ich neu bohren muss, falls ich die vorhandenen Bohrlöcher nehmen kann, wäre natürlich cool. Wenn nicht, dann halt nicht. Habe ich schon gesagt, einen 6er Bohrer habe ich zwar, einen Holzbohrer, aber das ist mir egal. Ich habe damit auch schon in Gipskartonwände gebohrt und so, also ja, wenn das so geht, wenn mein Plan funktioniert, dann haben wir nachher hier einen schönen neuen Drahtkorb. Der Timer hat geklingelt. Bei Schokomuffins sieht man natürlich nicht, wenn die braun sind. Ich muss da jetzt mal mit so einem Schaschlikspieß mal gucken. Ja. Das ist jetzt mein Projekt. Ich will eine Nudel haben. Hier sind keine Nudeln.
für den Nachmittag. Jetzt kann man auch wieder bohren gleich. Das ist keine Nudel, das ist ein Schaschlikspieß. Und damit muss ich jetzt gucken, ob die Muffins gut sind. Ja, in 10 Minuten kann ich bohren, aber ich muss das wahrscheinlich eh erstmal ja das andere abmachen, dann anzeichnen und alles. So, einmal Stäbchenprobe. Wenn nichts mehr dran ist, dann ist es fertig, ne? Dann kann ich es rausnehmen. Es ist absolut nichts mehr dran. Dann werde ich jetzt die Muffins mal ausmachen, abkühlen lassen. Dann gibt es auch gleich einen Geschmackstest. Und ja, dann geht's ins Bad. Bin gespannt. Mal sehen, was es wird. So, Zwischenstand. Also, ich habe jetzt hier sauber gemacht. Es geht, das hier geht nicht mehr weg. Ich habe den Dübel rausgezogen. Der ging gar nicht. Den habe ich jetzt da reingeschoben. Und ich muss das jetzt eben fix mit Silikon zu machen, die Löcher, weil ich nutze diese Fuge hier auf jeden Fall, aber die Bohrlöcher sind viel weiter hier drüben, also das passt auf keinen Fall. Deswegen muss ich jetzt eben mal das Silikon holen, und weil das kann ich auch nicht mehr nachhinein dann machen, weil dann ist es halt zu. Sagen, Mission erledigt. Es ist auf jeden Fall wesentlich stabiler. Das Einzige, hier waren so zwei Abstandshalter, die dort ran müssen, aber hier drüben ist der Abstand zu gering, aber das schlägt da jetzt auch nicht an, beziehungsweise mir ist das egal. Ich habe jetzt nur einen dahin gemacht. Ja, ich finde es eigentlich ganz schön. Wie gesagt, das ist auch stabiler, und ich hoffe, es kommt jetzt nicht irgendwie so schnell wieder runter. Hier muss ich jetzt noch sauber machen. Ich räume das Ding eben schön ein und dann zeige ich euch das. Ich habe jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde oder so gebraucht. Also es ging eigentlich voll, und ich bin echt krass begeistert. Huch, ich mache hier übelst die, oder was heißt, ich mache hier übelst die Unordnung. Hier ist übelst die Unordnung, aber ich bin so krass begeistert davon, wie ich mit den wie ich mit diesen Holzbohrern hier in die Wand reinkam. So, das Badezimmer ist aufgeräumt und gestaubsaugt, und die Dusche ist unten einmal geputzt. Und so sieht jetzt das fertige Endergebnis aus. Ich finde es sehr schön. Es erfüllt seinen Zweck. Ich kann es euch jetzt nochmal zeigen von der Stabilität her. Also dafür, dass ich das angebracht habe, dafür, dass ich mit dem XO mit Holzbohrern gebohrt habe, ist es ziemlich gut. Ich freue mich drüber. Und zwar sind ja die Muffins schon länger fertig. Die zweiten. Da gibt es jetzt gleich einen, na, ich sag mal, Geschmackstest. Und dann, jetzt ist es 16.04 Uhr. Ich möchte für heute Abend Soljanka kochen nach einem eigenen Rezept. Was habe ich denn mit meinen Haaren gemacht? Egal. Man ignoriert jetzt meine Frisur. Ich möchte Soljanka kochen nach einem eigenen Rezept, was ich euch auch zeigen werde. Und genau, ich glaube, das dauert ein Stückchen. Deswegen, also hier muss ich erstmal vorher noch alles aufräumen. Als erstes mal die Muffins. Also so sehen die jetzt aus. Also ich habe noch nie mit Rum irgendwas gebacken, oder also mit Rum-Aroma. Naja, so mit so Stollen mit Rosinen in Rum eingelegt ist was anderes. Aber so am Teig. Die haben die Muffins. Möchtest du einen Karamell-Muffin? Ja. Okay, Karl bekommt jetzt einen Karamellmuffin. Könnte ein bisschen saftiger sein. So eine Nutella-Füllung, das wäre gut gewesen. Schritt 1. Man nehme 3 rote Paprika und entferne das Kerngehäuse und halbiere sie. Und ich meine, hier sieht man das, schneidet schlechte Stellen raus, wenn vorhanden. Legt sie auf ein Backblech, so. Und dann kommen die in den Ofen bei 150 Grad. Für wie lange, das werde ich euch gleich sagen. Und zwar hängt es davon ab, wie die Paprika dann nach einer bestimmten Zeit aussehen. Der nächste Schritt ist eine Vorbereitung für später. Ich habe Geflügelwiener klein geschnitten und werde die jetzt mit ein bisschen Öl anbraten und dann beiseite stellen, wenn die angebraten sind. Die werden ganz am Ende damit reingeworfen, aber die sollen ja nicht mit gekocht werden, deswegen
ja, kommen die erst ganz am Ende rein. So, ich habe jetzt hier zwei Packungen. Die Größe der die Größe der Packungen kann ich euch auch zeigen. Das sind diese, 500 Gramm, also 1000 Gramm passierte Tomaten, ein bisschen ausgespült, also dann noch ein bisschen Wasser da reingetan. Den hier füge ich dann später hinzu beim Kochen. Und als nächstes werde ich ein paar Gurken schneiden. Die lasse ich dann aber auch hier auf dem Brett liegen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht hochkant gefilmt. Die Würstchen braten, ab und zu mal rühren. Und hier unten passiert halt alles noch ein bisschen langsamer. Deswegen, ich kann erst so richtig loslegen, wenn das hier fertig ist. Hier sind jetzt die geschnittenen Gurken, hier sind die fertigen Würstchen. Im Ofen passiert noch nicht so viel Sichtbares. Ich habe jetzt auf 175 Grad hochgedreht. Ich nehme jetzt eine kleine Zwiebel, das ist eine normale Zwiebel. Hier oben habe ich noch eine Gemüsezwiebel, aber die hier ist älter. Ich werde die jetzt noch würfeln in nicht ganz so kleine Würfel. Und werde die dann hier eben in derselben Pfanne noch ein bisschen anbraten, aber nicht durchbraten oder so, sondern dass die einfach nur so glasig sind, die dann auch beiseite stellen und ganz am Ende mit reinwerfen. Jetzt beginnt das Phänomen, von dem ich gesprochen habe. Die Haut von den Paprikas beginnt sich so, also da beginnen sich so Blasen zu bilden. Und das muss jetzt an allen Paprikas, also ich sehe es an dem, sowie da hinten und hier vorne ein kleines bisschen, das muss an allen Paprikas jetzt so sein und möglichst großflächig. Und wenn das soweit ist, dann kann man die Paprikas rausnehmen. Also wir müssen noch ein Stückchen warten. Die sind jetzt ziemlich genau 30 Minuten drin. Ich würde sagen, die erste Hälfte bei 150 Grad und dann die zweite Hälfte bei 175. Ich habe die Paprika jetzt rausgenommen. Wir können eigentlich mal Licht anmachen. So, die müssen jetzt ein bisschen abkühlen. Dann werde ich die Haut abziehen. Das geht ganz gut mit einem Messer. Und dann werde ich die Paprika hier reinwerfen und das erstmal zusammen pürieren. Dazu werde ich hier von, ich schätze jetzt mal grob, eine halbe Packung. Also was der von 175, wer auch immer das im Kopf jetzt ganz schnell ausrechnen kann, der weiß es jetzt, wenn ich, so wie ich, und ich meine das ernst, mir fällt das wirklich schwer, ja, der muss es halt mit dem Taschenrechner ausrechnen. Ich habe die Zwiebeln hier mit dazu getan, weil das wird ja dann wirklich nur noch da am Ende reingetan. Die kommen ein bisschen eher, das hier aber nicht. Ich habe das damit vor allem mit hingetan, weil ich die Pfanne jetzt in Geschirrspüle getan habe und den jetzt gerade zum zweiten Mal heute angemacht habe. Das ganze Backen und Kochen war der schon wieder voll. Genau. Verbrennt euch hier dran nicht die Finger. Jedenfalls Haut abziehen. Die Haut kann man dann essen oder wegwerfen und dann werden die hier püriert. So, wenn alles püriert ist, hat es dann so eine relativ fruchtige, orange-rote Farbe. Ich habe jetzt tatsächlich eine halbe Packung Frischkäse reingemacht. Man kann natürlich auch welche mit Kräutern nehmen, man kann auch weniger reinmachen. Ich habe das jetzt mal so gekostet, es schmeckt so gut. Dieser Paprika und Tomaten, diese Kombination, das schmeckt wirklich so fruchtig und ja, sehr, sehr lecker. Ich habe das jetzt angemacht. Ich muss natürlich jetzt gut rühren und dann auch mal einen Deckel holen, damit es nicht spritzt. Das soll sich jetzt erwärmen und mal aufkochen sozusagen. Und dann werfe ich die Gurken rein und lasse die mal ganz kurz mitkochen und dann noch den Rest und dann wird abgeschmeckt. So, ich würde sagen, ich bin fertig. Ich habe jetzt alles mit Salz, Pfeffer und Gurkenwasser abgeschmeckt. Ihr seht jetzt auch nochmal das Verhältnis von Gurken und Würstchen und die Zwiebel ist halt so klein, die sieht man nicht. So, ich freue mich jetzt schon sehr darauf, diese zu essen. Es ist noch nicht ganz Abendbrotzeit, in 10 Minuten. Allerdings müssen wir hier auch mal noch ein bisschen aufräumen, bevor wir was essen können. Machen wir das? Nein. Ich glaube schon. Du räumst mal dein Spielzeug in dein Zimmer. Die Kissen aufs Sofa, die hier so oder so immer verteilt liegen. Und dann können wir Abendbrot essen. So, ja. An der Stelle beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch ja jetzt mal an einem Samstag mitgenommen, wo nichts weiter außer Backen, Kochen und ein bisschen Heimwerken angesagt war. Wie gesagt, es war nicht so das beste Wetter.
Und so sah dann halt unser Nachmittag aus. Karl hat ganz viel gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt in dem Zeitraffer, wo ich dieses Ding da angebracht habe in der Dusche. Da ist er die ganze Zeit damit rumgerannt und so. Und jetzt hat er hier die ganze Zeit gespielt, hat was von den Würstchen gekriegt, von den sauren Gurken. Er war jetzt in der Zeit auch sehr gut beschäftigt. Genau, die Soljanka habe ich hier eben auf 1 noch. Ich rühre die jetzt noch ein bisschen, aber sie dürfte eigentlich soweit fertig sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr das Rezept nachgemacht habt oder also sowohl die Soljanka als auch die Muffins, wo ich die Rezepte ja euch gezeigt habe, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt, also wie es euch geschmeckt hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.